Hallo Vicky, das ist das Cray-X von German Bionic. Es ist ein aktives Exoskelett, das externe Energie aufnimmt, elektrische Energie, und setzt diese in diesen beiden Motoren hier um. Zugeführt wird die externe Energie hier über diesen Akku. Den kann ich entfernen, indem ich diesen Knopf hier drücke. Zum Einrasten gucke ich drauf, dass er hörbar einrastet. Das mache ich mit ein bisschen Schmackes. Das Cray-X ist aus einem Metallrahmen aufgebaut. Der zieht sich von der Hüfte bis zu den Schultern über den kompletten Rücken. Und er gibt damit auch die maximale Breite vor, die ich als Träger haben darf. An der Innenseite misst es von Beinanbindung zu Beinanbindung 42 cm. Und nach außen bin ich bei 66, 67 cm ungefähr. Der Rücken misst 66 cm bei ausgezogener Rückenstange und 55 cm, wenn die komplett eingefahren ist. Und der Hüftumfang liegt maximal bei ungefähr 1,28 m, 1,29 m. Minimal liegt der Hüftumfang bei ungefähr 77, 78 cm. Mit der Brustanbindung drücke ich mich sozusagen gegen den Rücken. Für mich ist es am besten so anzuziehen, dass ich hier oben kurze Strecken habe. Ich schlupfe in den Brustgurt rein und habe dabei gleichzeitig schon die Schnalle in der Hand, sodass ich die gut verschließen kann. Im Gegensatz dazu ist es so, wenn ich das Ding geöffnet habe, ich habe hier die Kraft, muss dann erst noch die Schnalle greifen. Insofern ist es für mich deutlich besser, wenn diese Bänder hier auf komplett kurzer Stellung sind, obwohl ich grundsätzlich ein Freund der offenen Bänder sind, weil Zuziehen eigentlich immer leichter geht als Öffnen. Hinten im Rücken drin ist die Elektronik. Für uns relevant ist vor allem ein Neigesensor. Ich kann das Exoskelett in verschiedenen Bereichen einstellen. Das eine ist die Empfindlichkeit. Und die entscheidet einfach, ob ich zum Wiederaufrichten diese kleine Bewegung brauche oder ob er schon diese Bewegung braucht, um es vereinfacht auszudrücken. Das heißt, immer dann, wenn ich sensible Tätigkeiten habe und ein bisschen wackel, wie auch hier beim Reden, ja, und ich jedes Mal dann einen Impuls kriege, wenn ich einen kleinen Wackler habe, dass es mich komplett aufrichten möchte, stört es mich natürlich bei der Arbeit. Da muss ich mit der Empfindlichkeit nach oben gehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich stehe schon fast ganz, und das Exoskelett hat mich immer noch nicht unterstützt, da muss ich die Empfindlichkeit vielleicht hochdrehen. Die Reaktionsgeschwindigkeit, die bedeutet, ob das Cray-X herzhaft mit anpackt oder sich Zeit lässt. Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit auf 10 von 10 gestellt ist, dann kann es sein, dass man das als ruckartig empfindet, während es bei niedrigen Werten als träge empfunden werden kann. Die Schulterstrukturen verstelle ich, indem ich diesen Hebel hier nach draußen ziehe und halte. Dann kann ich diese Carbonstange nach oben oder unten bewegen und auf die gewünschte Länge einstellen. Bei mir ist das immer die Stufe 4. Hier ist der Notausknopf. Wenn ich den drücke, wird die Motorunterstützung komplett ausgestaltet. Das heißt, das Exoskelett unterstützt mich nicht mehr, sondern der Motor zeigt auch seine volle Blockadewirkung. Das bringt mit sich, dass ich beim Bücken oder beim Aufrichten aktiv gegen das Exoskelett anarbeiten muss. Das ist machbar, aber es gibt Schöneres. Beim Laufen fühlt sich es etwas so an, als würde man durch hüfthohes Wasser laufen, so beschreiben das andere Leute. Den Notausknopf löse ich, indem ich den noch nicht mal um einen halben Zentimeter drehe und drücke hinterher auf den Ein-Aus-Knopf. Sobald ich den Notaus drücke, ist hier auf dem Display ein roter Kreis mit einem X zu sehen. Wenn ich den Notaus gelöst habe, dann ist ein grüner Kreis mit so einem Kreispfeil zu sehen. Der bedeutet, dass ich den Ein-Aus-Knopf drücken soll. Und hinterher drücke ich hier drüben am Drückdrehrad nochmal den Knopf, um das Exoskelett zu kalibrieren, und muss dann meine Kraft wieder einstellen. Reaktion und Empfindlichkeit und Gegenkraft, die bleiben in der Voreinstellung. Dieses Rad kann ich drücken und drehen.
Über das Drücken komme ich von einem Menüpunkt zum nächsten. Wenn ich lang drücke, vom dynamischen Menü hin zum statischen Menü, das sind zwei Betriebsmodi. Im statischen Menü kann ich nur die Unterstützungsleistung in 10 Stufen von 0% zu 100% einstellen. Im dynamischen Modus habe ich die Unterstützungsleistung auch in 10 Schritten 0 bis 100%. Dann habe ich die Empfindlichkeit, das bedeutet, wie viel darf ich mich pro Zeiteinheit bewegen, damit das Exoskelett denkt, ich möchte jetzt aufstehen. Das kann immer dann, wenn ich mich mit den Schultern leicht bewege, bewege ich natürlich auch den Rücken, kann zu Störungen führen, wenn ich sensible, kleine, feine Arbeiten machen muss, dann muss ich die Empfindlichkeit runterstellen. Wenn ich die Empfindlichkeit sehr stark reduziert habe, dann muss ich einfach mehr Eigenbewegung bringen, damit das Exoskelett aktiv wird und mich unterstützt. Das heißt, ich muss für meine Tätigkeiten ungefähr meinen Weg finden, mit dem ich arbeite. Ich bin einen Tag damit rumgelaufen und habe es auf höchste Sensibilität eingestellt. Das war dann mitunter schon sehr störend. Wenn ich jetzt aber in den mittleren Bereich reingehe, dann ist das... Also ist das Störende nicht weg, die Störung kommt eben von meiner Fehlanwendung an der Stelle. Genau, ich habe die Empfindlichkeit, also die Unterstützung 0 bis 100%, die Empfindlichkeit von 0 bis 10 in 1er Schritten. Dann habe ich die Reaktionsgeschwindigkeit, das bedeutet, wie schnell die Kraft anflutet. Wenn ich die auf 10 stelle, dann ist die Kraft sehr ruckartig aufgebaut. Wenn ich sie auf 0 stelle, dann lässt sich das Square X ordentlich Zeit, um die Kraft aufzubringen. Das heißt, ich kriege später eine Unterstützung, habe aber ein besseres Gleichgewichtsempfinden, wenn ich da sensibel bin. Und mit dem letzten Knopfdruck bin ich dann im Bereich der Gegenkraft. Das ist wie beim statischen Modus. Das heißt, sobald ich mich über einen bestimmten Winkel beuge, also es wird auch wieder von 0 bis 10 eingestellt, sobald ich mich zu einem bestimmten Winkel beuge, wird das Exoskelett einfach aktiv und ich kann nicht mehr weiter runter. Wenn ich jetzt lange irgendwas halten muss oder im Handwerk, wenn ich ein Pflaster verlegen würde, dann kann mir das helfen. In der Pflege könnten solche Szenarien im OP sein, wenn ich lange ein Bein halten muss oder grundsätzlich, wenn ich eine Wundversorgung an komplexen Stellen mache, die ein bisschen dauert. Hier braucht man einfach noch Erfahrung, um das rauszufinden. Im dynamischen Modus ist die Gegenkraft mitunter, erlebe ich sie, ich habe da sehr wenig Erfahrung, als störend. Im statischen Modus kann ich mir gut vorstellen, mit der zu arbeiten, wenn ich entsprechende Tätigkeiten habe, die ich noch nicht kennengelernt habe. Mit den Hüftgurten schaue ich, dass ich die nicht komplett durchfädel, dann sind sie schwerer zu greifen, sondern gucke, dass ich so zwei Finger breit noch Platz habe. Damit kann ich sie gut greifen und kann enger zurren, sobald ich den Brustgurt angelegt habe. Zum Öffnen dieser Gurtbänder nehme ich es in den Daumen und ziehe die Spannschnalle nach hinten. Ich kann es auch mit den Zeigefingern nach hinten, also wichtig ist, dass ich nach hinten drücke und je mehr die Bänder parallel rauslaufen, desto besser kann ich ziehen. Wenn ich hier nach schräg ziehe, dann klemmt es mitunter. Das sind die Beinanbindungen. Wie gesagt, sind hier Moosgummiplatten drauf. Die sind auf einer Carbonplatte drauf. Diese Klettverschlüsse hier sind fest angenäht. An denen bringe ich die Beinanbindungen an. Das sind auswechselbare Oberschenkelschalen in verschiedener Größe, wobei sich die Größe nicht allzu sehr unterscheidet. Das ist die Größe M, L und XL. Inzwischen gibt es auch eine Größe S, weil zu große Beinanbindungen zu Problemen führen können, wenn sie den Oberschenkel hoch und runter rutschen. Von der effektiven Größe sind sie nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Es ist eher so eine Polstereinstellung, wie mir scheint. Das Ratschenband hat hier eine Schnalle, die muss in eine Lücke rein von diesem Ratschenband. Oder die Länge, die ich hier mit diesem Beinanbindungsset M generiere, sind 21,5 cm. Das ist die Größe L. Hier sind es 22,5 cm.
und bei XL habe ich 24 cm. Diese Beinanbindungen sind nicht symmetrisch. Es gibt wohl eine Größe links und rechts. Zumindest sind die Labels unterschiedlich aufgebracht. Das ist auch bei der Größe M so und genauso bei der Größe L. Ich habe darauf ehrlich gesagt noch nie geachtet und die Bänder oder die Beinanbindungen einfach nur angelegt und konnte nie einen Unterschied bemerken. Wenn ich es mir anschaue, könnte ich noch sagen, ich mache es in Leserichtung. Ich weiß nicht, ob ich es jemals falsch montiert hatte. Ich habe zwei Möglichkeiten, die Beinanbindung festzumachen. Das eine ist zuerst am Klettverschluss. Da habe ich die Möglichkeit, es direkt richtig zu machen. Wie es jetzt der Fall ist. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich aus Versehen in der Eile die Manschette falsch anlege. Dann habe ich entweder einen Verdreher im Band oder aber ich müsste die Manschette falsch rum anlegen. Um dieses Problem zu vermeiden, kann ich auch das Band nehmen und in die Ratsche reinstecken. Dann läuft es automatisch richtig in den Klettverschluss rein. Klettverschlüsse gucke ich, dass ich es sauber verschließe. Falls eine Schlinge mal völlig am Limit sein sollte, kann ich hier auch eine kürzere oder längere Distanz einstellen. Das Spiel ist aber nicht allzu ausgeprägt. Die Klettfläche misst 10 cm und das Flauschband ist bei 14 cm. Die Schnalle kann ich einratschen, indem ich den Hebel nach vorn bewege. Dann öffnet sich der Verschluss und wieder nach hinten ziehe. So kann ich langsam und nach das Bein enger machen. Wenn ich fertig bin und eingestellt habe, sind hier zwei Ösen, in die arretiere ich diese Schnalle. Dann kann sie auch nicht öffnen. Wenn ich das Exoskelett ablegen möchte, muss ich hier einen Widerstand überwinden und dann geht das Ding auf. Zum Öffnen nehme ich die Beinanbindung zwischen die Finger. Ich presse hier mit dem Daumen dagegen und mit dem Zeigefinger hier und kann dann das Band einfach rein- und rausschieben. So kann ich natürlich auch anlegen, wenn ich einen engen Bereich brauche. Ich kann, wenn der Hebel hier nach unten ist, kann ich nicht einfädeln. Das passiert häufig. Der ist einfach locker dran und in der Regel verschließt er sich erstmal. Das heißt, beim ersten Mal einfädeln hilft es, wenn ich nach hinten ziehe. Ich achte darauf, dass das Ratschenband hier in die Schnalle reingeht. Das passiert automatisch. Wenn es hier oben raus zeigt, dann kann es sein, gerade wenn ich in der Pflege das Exoskelett anwende, dass ich mit dem dann doch recht harten Band, ich provoziere das mal. Es ist tatsächlich nicht so einfach, das zu provozieren, aber das hier ist hier schon sehr starr, da kann ich durchaus mal jemanden verletzen. Der Hüftgurt, der ist aus offenporigem Schaumstoff, würde ich sagen. Hier an der Hüfte ist das Material weicher als hier. Das hier dürfte das gleiche Material sein. Hier hinten ist Fallschirmseide, würde ich mal sagen. Darunter ist ein Gurtband, das sich ähnlich anfühlt wie hier. Über Gummizüge so geregelt, dass es sich immer zusammenzieht. Das hier scheint eine Alustruktur zu sein. Die Beinanbindung geht über zu den Motoren. Die sind hier drin und natürlich rechts. Auf der linken Seite, wenn ich das trage, habe ich den Ein- Ausschalteknopf. Auf der rechten Seite ist das Display. Hier hinten ist eine Flauschplatte, mit der ich das Rückenpolster befestigen kann. Hier hinten ist das Typenschild. Es hat auch eine Seriennummer, das heißt, ich kann ganz genau beschreiben, um welches Gerät es geht. Um das Cray X zu nutzen, muss ich es vorbereiten. Ich brauche einen Brustgurt. Deshalb gehe ich jetzt auf die Brustgurte ein. Wir haben im Paket den Brustgurt mit Magnetverschluss für Herren.
Den öffne ich, indem ich den Klettverschluss von der Klettfläche löse und ziehe dann den Magnetverschluss weg. Hier muss ich diese beiden Nippel in diese Buchten einführen und dann verschließt er von allein und ich kann den Magnetverschluss gegensichern über das Klettband. Das Verschließen funktioniert immer dann einwandfrei, wenn ich parallel mit den Gurten ankomme. Was wir aber gerne haben, ist, dass wir schräg dran sind. Und dann wird es ein richtiges Problem, weil es dann hakelig ist. Also das heißt, zum Anlegen versuche ich hier immer, dass die Schienen parallel liegen. Ich persönlich nutze den Gurt nicht mehr, weil der mit den Klickschnallen für mich bequemer ist. Der Hersteller warnt vor dem Einsatz mit Herzschrittmachern oder anderen elektromagnetisch empfindlichen Geräten. Das ist der Brustgurt mit Magnetverschluss für die Damen. Der kommt aus dem Rollstuhlsport. Hier habe ich einen Klettverschluss. Wenn der aktiv ist, ist der Magnetverschluss offen. Und ich kann über diesen Klettverschluss den Brustgurt öffnen, führe den beim Schließen wieder zusammen, löse den Klettverschluss und kann den einfädeln. Die Logik von diesem Klettverschluss ist hier anders aufgebaut als beim Herrenbrustgurt. Das ist der Brustgurt mit den Klickschnallen. Er hat hier zwei Schnallen, mit denen ich den Gurt öffnen kann. Zum Anziehen stelle ich diese Bänder auf sehr eng, weil ich dann, wenn ich den Brustgurt schließe, direkt die Schnalle greifen kann und aus dem Anziehen heraus den Brustgurt verschließen kann. Wenn die Bänder sehr lange sind und ich den Brustgurt wieder anziehe, dann muss ich hier umgreifen, um einfädeln zu können. Und von Bewegungsspielraum reicht es mir völlig aus, wenn der auf kleinster Länge ist. Insofern ist das meine Grundeinstellung, wie ich das Ganze nutze. Hier habe ich zwei Ratschenverschlüsse. Mit den kleinen Knöpfen kann ich die Ratsche öffnen und rausnehmen. Mit den großen Verschlüssen kann ich sie enger machen. Von der Funktion her ist es so, dass dieser kleine Verschluss hier einen Hebel öffnet und dadurch die Ratsche freigibt. Und der große Verschluss dreht hier vorn ein Rad an, das die Ratsche weiter reinschiebt. An der Anwendung zur Schulter habe ich zwei Laschen, die den Spanngurt aufnehmen können, damit ich weniger Verletzungsgefahr und Unfallgefahr durch lose Bänder habe. Hier kann ich entweder maximale Freiheit haben, wenn ich das Band lang lasse zum Einstellen. Für mich ist das schwierig, weil sich beim Anziehen hier sehr viel verdrehen kann. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal so ein Exoskelett anziehe, mache ich das auf halbe Länge, bevorzugt eigentlich auf maximales Kurzstellen. Für die Praxis haben wir das oft auch in diesem Zustand, dass wir einfach nur die oberste Schlaufe einfädeln und dann ein geringeres Grundspiel haben. Das Spray X wird mit Energie versorgt, die von außen kommt, hier über einen Akku. Zum Entnehmen drücke ich diesen Hebel nach unten. Das muss ich sowohl bei der Ladestation machen, als auch beim Exoskelett selbst. Wir liefern ein Ersatzrückenpolster mit. Das ist aus, wie es scheint, offenporigem Schaumstoff innen drin. Es sind zwei Moosgummis für die hintere Beinanbindung. Die kann ich ersetzen, falls die bestehenden verschmutzt sind. Das hier sind zusätzliche Polster für die Schultergurte. Die habe ich persönlich noch nie genutzt. Das ist hier ein gepolsterter Stoff, da ist irgendein Vlies innen drin. Und das hier ist ein Schaumstoff, der so eine kunstlederartige Oberfläche hat. Vermutlich, dass es weniger rutscht. Ich gehe davon aus, dass ich das um den Schulterträger verschließe. Ich persönlich würde das so anbringen. Wie gesagt, ich habe es noch nie genutzt. Ja, bevor ich das Exoskelett anziehe, mache ich die Beinanbindung nach unten. Hier ist es wichtig, dass der Motor ausgeschaltet ist. Andernfalls kann es zu Motorschäden kommen. Ich muss hier ungefähr mit 2 Kilo in die Richtung
drücken, mit 4 Kilo ziehen. Das sind offenbar unterschiedliche Kräfte, die ich mit einer Zugwaage gemessen habe. Hier unten hat das Cray X scharfe Kanten. Es ist für die Industrie gemacht, für uns in der Pflege. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Tische und Stühle nicht ramponieren und da nicht hängen bleiben. Es sind jetzt keine Kanten, an denen ich mich als Mensch verletzen kann, aber man merkt, dieser Lack, der ist schon abgegangen und zum Teil sind einfach Spuren von irgendwelchen Möbeln, auf denen das wohl gestanden hat, auch auf dem Exoskelett. Ja, hier muss man einfach sensibel sein. Es ist ein Gerät für die Industrie und wir setzen das erstmalig in der Pflege ein, um überhaupt Erfahrung zu sammeln. Was ist denn so ein aktives Exoskelett? Wie ist und das wirksam? Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.